Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising Nebraska Event Video. Wir stehen hier noch in Columbus, diesmal bei der Werkstatt. Ich habe mal den Truck ein bisschen umgerüstet, bzw. den Trailer. Jetzt haben wir hier das, nicht das automatische Abladersystem, sondern einen stinknormalen Trailer. Mal schauen, ob es jetzt damit besser funktioniert. Und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht. Exit auf 8 Markt. Sydney 6. Oh, Moment. 6 Stunden 17. Wie lange kann ich fahren? Wird sogar gehen. Würde ich sagen, fahren wir wieder Sojabohnen nach Sydney. Kann man nur Sojabohnen? Nee, okay, wir können auch Teile fahren oder pelletiertes Tierfutt. Aber nach einem wollen wir jetzt mal nicht wieder zurück. Das heißt, wir fahren da mal wieder 46.000 Pfund Sojabohnen von der Farmers Bar zur Flavor Fair in Sydney für knapp 14k. 351 Meilen in der Zeit 8 hoch, 80. So, dann haben wir jetzt, fahre ich erstmal mit diesem Trailer umher. Vielleicht bekommen wir das neue Feature zu sehen. Wenn wir Glück haben, muss einfach nur links, oder? Ja, einfach dahin, wo wir hergekommen sind, zur Farmers Bahn. Ja, kann natürlich wiederum sein. Wie bereits schon gesagt, dass man das, oder dass ich das so nicht sehe, weil ich externe Aufträge annehme. Und keine normalen Frachtaufträge. Vom Frachtmarkt, dass es einfach das Feature dann halt nicht gibt bei Weltfrachtaufträgen, ich weiß es nicht. Kann ich mir eher weniger vorstellen. Also ich denke mal, das müsste eigentlich auch mit hier funktionieren. Wenn es das nicht tut und ihr es wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Muss ich wahrscheinlich eine Ausnahme machen und den Profil dann zumindest einmal eine Fracht zu fahren, die dann nicht vom externen Frachtmarkt ist, sollte das vom externen Frachtmarkt geblockt sein. Schön wie mit dem gemischten Güterzug. Ah, ist schon schön. Also von hier aus wird es wahrscheinlich es wieder nicht sein, I guess. Ich fange runter und los, was der Kollege vor mir fährt. Ein bisschen schneller. Ah, super. Nie mit dem Verkehrsflow gehen. Ist so notiert. Könnte man das nicht sogar prinzipiell einfach umgehen, wenn man hier lang fährt? Einfach mal Spaß dabei machen. Okay, ja. Illegal auf dem Gelände. Illegal auf dem Gelände der Farmers Barn. Ja. So geht's natürlich auch. Ja, mal schauen. Vielleicht geht das, also wie gesagt, es geht halt nicht bei jedem. Also es kann sein, dass einfach bei diesem, bei Columbus in der Farm, bei der Farmers Bar in Columbus einfach geblockt ist das Feature, dass es einfach dort nicht geht. Das ist alles möglich.
es kann auch sein, dass es einfach in Flavorsphere von in Sydney, dass es da funktioniert oder halt auch nicht funktioniert. Aber hier sieht es ähnlich aus, dass wir auch hier wieder. Also hier Farmers Bahn ist scheinbar geblockt. Oder mehr rum, als ich dachte. Dann lassen wir das Gute schon mal beladen. Und ja, wie gesagt, wir fahren jetzt wieder Highway 30, der zu Highway 81 wird, fahren wir hoch. Beziehungsweise runter zu Interstate 80. Und dann fahren wir den Interstate 80 einfach hoch bis Sydney. Time to get the job done. Das ist doch eine recht simple Sache. Aufgrund der Interstate. Oh, wieder zu schnell. Wir wollen jetzt aber nicht zu schnell sein, denn werden wir schon mal schon $400 zahlen müssen. Ja, auf dem Gelände jetzt was tun müssen, aber weil ich einfach keine Koppeln verliert. Ah, stimmt, die muss ich auch noch mitbringen, die Pfannenflaschen, weil ich die wieder zurückbringe. Wenn ich gleich einkaufe. Also wird direkt hier nach dann losgehen und dann, wenn ich wieder da bin. Dann dürfte es höchstwahrscheinlich 16:30 Uhr, dann komme ich sogar noch dazu, dass ich das. Eine Video geschnitten bekomme von heute, das vorjährige von heute, von diesem Video. Go straight. Zu weit, ich weiß. Kann man schon teilweise fast auch YOLO einfach hier durchrasen. Ja. Und dann rennt er das Ganze dann wahrscheinlich in der ersten Halbzeit. Von wie auch immer jetzt heute um 18 Uhr spielt. Ich finde es aber cool, dass auch die gemischt Güterzüge unterschiedlich gemischt sind. Und auch unterschiedlich lang, glaube ich. Da war jetzt, glaube ich, auch ein Waggon länger oder zwei. So zumindest vom Gefühl her. Ich meine, ich wollte mal nachschauen, wie weit jetzt vom aktuellen Stand um 15.31 Uhr hier am 18.06. das Event dann ist. Left.
Okay, Nebraska ist gerade bei 115 Millionen von 125 Millionen. Also nicht mehr weit, was die Meilen betrifft. Wir kommen jetzt mit popeligen 350 noch darauf. Und das Switzerland-Event ist gerade bei 15,6 von 20 Millionen Tonnen. Müssen ja Tonnen und nicht Kilogramm. Dauert dann dementsprechend auch ein bisschen länger. Oh, sehr gut. Go straight. Irgendwie bremst hier nicht ganz runter, habe ich das Gefühl. Man muss noch mal ein bisschen nachbremsen. Oh, ich muss links. Mich aber nicht ganz rum, glaube ich, ne? Boxmäßig. Nee. Go straight. Stay left. Wird hier auch immer reingebaitet durch die späten Ansagen. Grüne Fahrt, grüne Ampel, freie Bahn. Na komm, den nehmen wir noch mit. Go straight. Easy going sogar. Go straight. Ich bin wieder ein bisschen zu weit, ich merke es schon. Habe ich auch nicht mehr beim Bremsen, dass ich ein bisschen drüber bin. Und dann geht es jetzt mit Volldampf. Auf den Interstate. Oder zur Interstate. Ordentlich Speed jetzt genommen hier mit über 50 Miles Power. Stay left, then turn left. Turn left.
Ah, never mind. Vielleicht auch doch nicht, dass ich das bis 18 Uhr machen muss. Ich bin schon auf 60 und nicht auf 65, okay. Und dann geht's. Stay right, and then turn right. Jetzt auf die Interstate. Turn right. Ich dachte, du fährst. Und ich dachte nicht, dass die Ampel auch noch für mich gilt. Und das Invest of Interstate. Das ist jetzt gerade nur noch einfach geradeaus. Also, mehr oder weniger. Restlichen ungefähr 250 Meilen sind jetzt nur noch auf den Desert 80. Auch schon gleich mal eine Liste eigentlich machen. Was ich. Einkaufen muss. Schön hier am See entlang. Oh, mein Einkaufsviertel, da mein Einkaufsviertel. Ja, 3 Kilometer lang löschen. Ich finde es immer super, wenn ich was eingebe. T9 lässt mir vor, ich drauf drücke und es einfach gelöscht ist. Jetzt gerade zweimal passiert. Ich liebe es. Aller guten Dinge sind 3. War wahrscheinlich wieder der Platte River. Vermutlich, aber keine Ahnung. Hab's nicht genau gesehen. Bluetooth-Verbindung ist gerade mal abkacken. Stimmt. Backpulver wird aber nicht vergessen. Dann
mal, wenn man wieder was Frisches zu Hause hat, was nicht irgendwie seit Jahren abgelaufen ist. Bin ich mal gespannt, ob es wirklich bei Flagwerfer jetzt funktioniert oder nicht. Mal frühzeitig rüber. Lange Liste hier. Oder auch nicht. Das wird immer mal in die Einstöpsel, damit ich die Eingangsliste benutzen kann. Ja, schlittig schon fast da. Und noch mal weniger mittlerweile. Frag mich auch, ob es auch ausgeweitet wird, das Feature auf andere DLCs, also auf vergangene DLCs so gesehen. Also rückwirkend ausgeweitet wird. Das ist bei manchen geht aber nicht. Super. Wieder auf die Waage. Rollen wir langsam drauf. Gesamtgewicht von knapp 81.000 Pfund. Und dann geht es wieder. Was nochmal die Scheiße gemacht hat, die ich gedrückt habe, als ich mich verdrückt habe.
gar nicht aufgeschrieben, was ich im Kopf hatte. Das fange ich wieder das Handy rausgeholt habe. Das ist ja auch wieder smart. Ich habe nur Backpulver aufgeschrieben. Vor uns, gerade bei North Platte vorbei. Hier mit dem See. Und. Okay. Vier Aussichtspunkten oder so. Also wie es gewesen sein, ja, die ich jetzt so an ist. Für das Einzige, ach, warum öffnet das sich jetzt schon wieder? Und warum leckt das hier teilweise so wieder? Nichts offen. Kein Grund dafür, auch kein Grund zu bremsen. Aber ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich habe ich dann 18 Uhr doch keinen Fußballtermin. Es sei denn, man kann über Amazon Prime
So, über Prime Video kann man dann auch RTL empfangen. Ich glaube aber nicht. Ich bin mir unsicher. War irgendwie das mit DVB-T, was eigentlich abgeschaltet wurde, also muss es eigentlich DVB-T2 sein, was ja eigentlich auch empfangbar sein müsste, aber naja, würde ich empfangen. Deswegen nur über Amazon Prime. Witzigerweise ZDF ist auch nicht drin, aber ARD, der die vom Fernseher empfangen wird. Ich weiß, beim Receiver ankommen. War ja auch schon so am Überlegen, eine DVB-T2-Antenne zu holen, allerdings die DVB-T-Antenne, die da scheinbar oben auf dem Dachboden ist, die, also zumindest wie ich das jetzt so in Erinnerung habe, so von Foto und so, scheint das sogar das, also zumindest ist es derselbe Name, ob es dasselbe Modell ist, weiß ich gerade nicht. Muss ich mir nochmal genauer anschauen, aber es wirkte zumindest so, dass ich mir unsicher war. Vor allem, weil ja auch, weil ich dann gelesen habe, dass DVB-T ja eigentlich offiziell abgeschaltet ist. Deswegen müssten die ja auch DVB-T2-Signale empfangen. Was das Ganze halt sehr weird macht, dass halt nur ein Teil der Öffentlich-Rechtlichen empfangen wird. Stay right and then exit right. Genau, weil mir einfach das Spiel gerade zu lange an und das deswegen hier bei mir auch teilweise knackt. Ich weiß nicht, ob auch in der Aufnahme das knacken war. Und das ist auch vielleicht deswegen so ein bisschen lag, weil ich das Spiel jetzt auch schon wieder mindestens aufhabe. Könnte ein Grund sein. Ich halte mich schon mal links. Mehr Power als Double Trailer neben mir. Zum Western Star. Go straight. Also ich bin einfach auf dieser Spur. Vorne müssen wir abbiegen. Stay left, then turn left. Turn left. Na, komm noch um. Jetzt auch nicht gerade so super, aber hat noch gepasst. Stay right, then turn right. Turn right. Ich
vermute mal hier rüber, ne? Ja, rechts rum wäre zu gewesen. Hier wirkt es zumindest so, als ob es funktionieren könnte. Ach du Scheiße. Muss ich da jetzt hin? Okay. Rückwärts rein. Okay, da haben wir, wenn das hier möglich ist, dann haben wir nicht den Spot erwischt. Da wollte ich ja so einen Trailer. Nee, eigentlich ist das das Richtige. Ist ja noch so eine enge Kiste so hier. Und ich habe einfach nur Pech mit dem zufälligen Stellplätzen. Das kann mir auch noch dazu kommen. Dass wir definitiv doch vorbei sind. Und dann später haben wir doch noch drin. Ja, einfach nur, weil wir hier vorne das Gitter haben. Hier haben wir jetzt beispielsweise nicht. Ja, mal schauen. Dann beim nächsten Mal vielleicht. Wenn es mit World of Choice Aufträgen möglich ist, ausgezeichnet Sojabohnen von Columbus nach Sydney geliefert, gefahren nach Strecke 350 Meilen, Dauer 39 Minuten, 51,6 Gallonen Verbrauch, das war der 183. erledigte ATS World of Choice Auftrag, 15.425 Dollar gab es dafür und 810 Erfahrungspunkte. Dann müssen wir uns jetzt noch nach dem Schlaf was ausschalten. Was da Fachmann jetzt geht, das weiß ich auch. Gesagt, kann natürlich auch sein, dass es nur mit Frachten aus dem Frachtmarkt geht. Ich habe keine Ahnung. Ich fahre trotzdem erstmal, bis ihr mir was anderes sagt, auf gut Glück einfach weiter externe Aufträge. Schlafplatz. Dort. Let's do this. Also vom Grundprinzip ja. Wie gesagt, mir kann auch sein hier, dass es hier möglich wäre, aber ich einfach den Shellplatz jetzt nicht per Zufall ausgewählt bekommen habe. Und hier links können wir vielleicht sogar beladen werden, who knows. Das ist halt die Frage, ob wir eher so ein Trichterding brauchen. I don't know. Never mind. I'll find finding route. Rerouting. Schon gefragt, warum wieso sind hier langfallen? Turn left. Vielleicht haben wir Glück. Turn right. Und es war zu regnen, wunderbar. Der beste Zeitpunkt zum Schlafen.
Finally, we are here. Irgendwie habe ich nicht aufs Gesammel geachtet, sondern mich komplett auf die Ampel konzentriert. Aber so richtig komplett. Fokus auch nichts anderem. Ja, dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder hier vom Cruising Nebraska Event oder im Bauschwager Simulator 2 vom Trail Connections Switzerland Event.